Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge LS25 auf der Hofbergmann. So, wir starten. Ich muss kurz überlegen, wann kommt die Folge? Das ist nächste Woche, ist Dienstag, der... Gottes Willen, bin ich gerade ein bisschen... 27. Und, ja, glaube. So, aber jetzt am letzten Donnerstag wurde auf der Seite von LSFM bekannt gegeben, dass im März wieder eine Promo-Woche startet und danach wieder die Supporter-Wochen. Wann genau, ich habe es durchgelesen und überflogen, aber das Daten habe ich jetzt nie gemerkt. Denn es kommt jetzt im März ein Frühjahrs-Update, wo dann wieder diverse Sachen für mehr Spielspaß auf der Map zu finden sind. Am Hühnerhof wurde einiges geändert, wie ich jetzt gelesen habe. Dann gibt es eine Bierhopfen, eine Plantage mit Verarbeitung. Ich denke mal, dass man dann, wenn man den Hopfen dann geerntet hat, ihn dann zu den Päckchen pressen, also Päckchen weiterverarbeiten tut, die man jetzt so im Shop kaufen kann für die Brauerei. So vermute ich das mal. Aber Andi guckt sich, lässt sich dann nicht gerne immer die Karten gucken. Er verrät dann nicht immer so viel. Er haut mal ein paar Bildchen raus und macht mal so ein paar Andeutungen, aber wenn es die Promo-Woche dann losgeht, im März, denke ich mal, so. Erste ist ja Freitag, oder die dritte, vielleicht so am 4.3. geht das los mit der ganzen Promotion, wenn nicht auch schon am Wochenende. Da weiß ich jetzt nicht. Ich gehe auch davon mal aus, dass ich nicht unbedingt einer der privilegierten YouTuber und Streamer bin, die das schon als Vorab kriegen, als Promo. So, gestern ist geerntet Weizen. Wir machen Sojabund drauf. Sollte passen. Oh. Ausgeschaltet, nicht weiter gefahren. Ich bin wieder Held im Erdbeerfeld. Ich denke mal, ich werde es erst mit den Supporter-Sachen bekommen. Neue Version der Map. Aber da werden wir uns dann wieder ganz schnell drauf finden. Eventuell mache ich es, wenn es dann für Supporter draußen ist. Ein Livestream, wo ich schon wieder Spielstand herrichte, damit wir nicht ganz wieder komplett von Null anfangen müssen. So. Wollte noch gerade ansehen. Ball, stopp. Anheben, ausmachen. Den zurückschieben. Muss da noch mulchen, Menschen, das Kind mal wieder Hälfte vergessen. So, da bin ich mal gespannt,
was es da so alles Neues gibt. Außer jetzt das mit dem Hopfen. Was jetzt auch schon in der Beschreibung, die auf der Webseite ist. Aber genaueres weiß ich auch noch nicht. Lass mich da genauso überraschen wie ihr euch. Aber bis jetzt ist immer alles gut geworden, was da so von Andi kam. Anders kam. Anders kann man es nicht sagen. Mal gucken, ob ich jetzt noch irgendwas bastel. Bin gerade jetzt ein bisschen planlos. Was ich jetzt so noch bauen könnte im LS. Habe die zwei Dieselproduktionen, die große und die kleine. Ich da jetzt am Start habe. Dann jetzt immer die Durchfuhrhalle plus die, na, sag schon, die Unterstände. Habe eine kleine BGA mal gebaut. So als Produktion, aber die kommt nicht auf der Seite von der LFM, weil die im Privatbau war. Die hat mich da jemand angefragt gehabt. Und für mich war es eine Herausforderung, sowas mal nachzubauen. Oh, ich bin am Überlegen, was ich jetzt noch so bauen könnte. Da bin ich leider noch etwas planlos. Also mit Animation kenne ich mich nicht wirklich aus. Bei den Produktionen, die ich gebaut habe, habe ich mehr oder weniger nur auf die Standardsachen zurückgegriffen, also nichts hier mit reingehen, hast du nie gesehen. In der Sache bin ich noch mehr als Lehrling. Und seit ich dieses Blender mich ein bisschen zurecht gefunden habe und so einiges hinkriege, bin ich auch von dem Fahrzeug anpassen, Farbwahl hinzufügen eigentlich weg. Gewisse Sachen werden dann Herausforderungen, also habe ich noch zu wenig Ahnung von Blender. Muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich noch zu sehr Neuling. Aber wenn ihr eine Idee habt, was man noch so bauen könnte, ist egal, ob es ein Unterstand, eine Produktion oder ein Lager ist, bin da offen. Ich hätte noch ein Lager, eine Siloanlage. Stimmt. Da habe ich noch was. Aber wenn es nach anderen.
Gott, ich frage mich gerade, wenn mal los ist. Mich reißt es ja dermaßen nicht frei, kam ich mir aus dem Muster und jetzt heißt mich dermaßen, dass ich auf der Stelle einpennen könnte eigentlich. Aber es wird nicht gepennt, wir haben noch zu tun. Ich schlafen wird später. So. Jetzt kann man die Auf- und Abbahn gehen. Sollte passen. Aber in Sachen Promo-Woche lasse ich mich sehr, sehr überraschen. Was mich da, was hier auf der Karte da so alles Neues gibt. Gott, was ist denn jetzt? Da gehen in einer Tour. Das geht ja mal gar nicht. So schlimm. Da muss ich protestieren. Aber naja, das wird mir nicht viel helfen. Ob ich protestiere oder nicht. Und gib ihm wieder hoch her. Ich gebe mal hier Gas. Und mal kurz einen Schluck trinken. So. Geht wieder. Getrunken, jetzt sind wir wieder. Der Mund nicht mehr so trocken. So. Und dann kommt als nächstes Sojabühnchen drauf. Und rum.
So, weit so gut. So, noch ein Stück zurück. Sollte passen. So, jetzt haben wir das erst mal alles gemulcht. Würde ich sagen, schaff mal rüber. So, um hier. Gut, brauchen wir nicht ganz so oft, aber was das Ding passt hier rein. Willst du mich veralbern? Hast du hier drunter? Ja. So, jetzt kann man einen sehen, was wir vorhin schon machen wollten. Jetzt sind wir soweit. Itch. Dann habe ich mich auch noch nie versucht. Könnte man eigentlich auch mal machen, aber mit einer Love Mesh, wie ich die einbaue, da habe ich keine Ahnung. Und was sowas zeichnet. Ich glaube, sowas macht man im GE. Let's go. So, es ist langsam Bahn für Bahn. So, zurück. Ach, bleibt ja rot, weil ich Sojabohnen aussehe. Und wundere mich gerade, warum ändert das die Farben, aber Sojabohnen nimmt ja keinen Dünger in Anführungsstrichen. Da habe ich wieder nie richtig nachgedacht. So.
So, da sind wir aber auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Yasuo.